Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute sprechen wir mal über die neuen Produkte von Dalton und insbesondere reden wir über die 6 High Concentrates, die jetzt alle verfügbar sind. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Leider habe ich für die Hyaluronsäure und Niacinamid-Geschichte nicht die Umverpackung, sonst hätten wir hier so eine richtig schöne bunte Regenbogengeschichte stehen. Das kann ich euch aber mal hier so einblenden, ne? Dann seht ihr mal, wie das theoretisch aussehen würde. Ich bin gerade mit Dalton und super vielen coolen Mädels in Malaga und deswegen habe ich auch einen mega krassen Code für euch bekommen. Power Claudi gibt euch von jetzt bis zum 14. Mai 25% auf das komplette Sortiment von Dalton und schaut super gerne mal vorbei dort. Es gibt ein paar neue Produkte, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Ab 100 Euro Warenwert bekommt ihr übrigens auch noch ein Goodie on top und neben 2 neuen High Concentrates, die jetzt gelauncht wurden, gibt es auch noch eine Tuchmaske, die durfte ich noch gar nicht testen. Ich hoffe, dass ich, wenn ich in Malaga bin, die testen kann. Dann kann ich euch direkt mal in der Story auf Instagram Feedback geben. Schaut da super gerne mal vorbei. So schaut sie auf jeden Fall aus. Sie ist wunderschön, sie ist pink, sie kostet 7,90 Euro und auch auf diese Maske bekommt ihr 25% Rabatt. Und ich bin unter anderem dort in Malaga. Ich bin so ein bisschen zerstreut heute. Es tut mir leid, weil ich so aufgeregt bin. Schaut auf jeden Fall gerne bei meinen beiden YouTube-Kolleginnen vorbei. Das ist die liebe Melli, Mello Flori. So eine coole Socke und auch die liebe Amelie with Love. Die liebe Amelie ist auch mit am Start und die beiden stellen jetzt gerade heute um 9 Uhr auch ihr Video online. Und ich finde es immer super interessant, weil wir so unterschiedliche Hauttypen halt sind und auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, was sie so zu den High Concentrates und auch zu ihren Erfahrungen sagen. Ne? Also ich verlinke euch die Kanäle in der Infobox. Das sind wundervolle Mädels. Da würdet ihr, also ihr werdet euch da super aufgehoben fühlen. Also schaut gerne einfach mal dort vorbei. Es wird heute ein langes Intro. Und weil ich mich so sehr freue und ihr daran schuld seid, dass ich überhaupt die Kooperation mit Dalton habe und weiterhin machen kann, gibt es auch was Schönes zu gewinnen. Und zwar verlose ich ein sehr schönes, kunterbuntes und riesengroßes Beauty-Paket, was ich dann für euch selber zusammenstelle. Es wird hauptsächlich aus Pflegeprodukten bestehen. Und alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne nochmal vorbei. Jetzt kommen wir mal zu den High Concentrates. 2 Jahre harte Produktentwicklungszeit hat das Ganze nämlich gekostet, bis die High Concentrates auch auf den Markt gebracht worden sind. Das Ganze heißt High Concentrates, weil sie wirklich sehr hoch konzentriert sind. Im Prinzip stellt man sich das so vor, dass es als Zusatzprodukt zu eurer täglichen Routine gesehen werden kann. Das heißt, du verwendest ein High Concentrate entweder zwischen dem Toner und dem Serum oder du mischst dir das Produkt einfach in deine Tagespflege mit rein. Da kommt es drauf an. Oder in die Nachtpflege. Auch da gehen wir noch drauf ein. Alle 6 High Concentrates sind vegan. Wir haben keine Inhaltsstoffe, die nicht reingehören. Das ist eine komplett neue Linie, die Dalton jetzt so rausgebracht hat. Wir haben bei allen High Concentrates diese Glasflasche. Total super. Das ist natürlich auch nachhaltig gesehen eine ganz schöne Geschichte. Bei allen High Concentrates haben wir diese recycelte Umverpackung, die halt auch aus Papier ist in dem Sinne. Das ist ein bisschen zerstört. Ich habe es ja auch schon verwendet. Schaut auf jeden Fall mal rein. Da hat sich meine Ansprechpartnerin Denise nämlich super viele Gedanken gemacht und ganz, ganz viele Informationen hier noch zusätzlich mit hineingegeben. Also diese Pappschachtel, die drumherum ist, beinhaltet auch super viele Informationen, die ihr natürlich auch auf der Homepage finden könnt. Und bei allen High Concentrates haben wir auch einen sehr, sehr hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch die 6 Schätzeleins durch. Was super wichtig ist und was ich euch empfehlen kann, ihr findet auf der Homepage diese Übersicht. Da könnt ihr schauen, welchen Hauttyp habe ich und welches der High Concentrates passt am besten zu mir. Oder ihr schaut euch mein Video an und könnt euch danach so ein bisschen darüber im Klaren sein. Bis auf eines dieser High Concentrates habe ich alle Produkte schon ausprobiert, teilweise oder größtenteils auch schon leer gemacht. Nö, die Hälfte. 3 habe ich schon leer gemacht, 2 habe ich aktuell in Anwendung und 1 habe ich leider noch nicht angewendet. Starten möchte ich gerne mit dem, was wir auch, also diejenigen, die den Adventskalender zum Beispiel auch hatten, drin hatten. Und zwar ist das dieses Produkt. Das ist das Triple Hyaluronic Booster Produkt mit feuchtigkeitsspendender Braunalge. Also wir haben bei Dalton, ihr kennt meinen Spruch, immer diese wundervollen maritimen Inhaltsstoffe. Und Dalton ist Meereskosmetik. Und da das Leben an und für sich aus dem Meer kommt und du Leben bist und ich Leben bin, ist das Ganze, was da halt so drin ist, mega genial für unsere Haut. Ich kann es nicht anders
beschreiben. Und deswegen funktioniert das auch mit meiner sensiblen Haut einfach genial. Wir haben halt super viele hautverwandte Inhaltsstoffe in den Produkten und das nennt sich ja Meeresmineralien. Und das ist in jedem dieser High Concentrates drin. So, der Triple Hyaluronic Booster hat sich überlegt, eine feuchtigkeitsspendende Braunalge enthalten zu haben und dadurch einen Plumping-Effekt zu machen. Das heißt, dieses Produkt gibt deiner Haut Feuchtigkeit, wodurch dann quasi feine Linien oder Trockenheitsfältchen aufgepolstert werden. Dadurch haben wir dann natürlich einen relativ schnellen Effekt, also man spricht von einem Sofort-Effekt. Und dieses Produkt ist am besten geeignet für trockene Haut, sensible Haut und Haut, die so leichte Falten hat, also im Prinzip für diese Haut. Mit der Hyaluronsäure bekommen wir dann die Falten reduziert und die Braunalge fördert die Elastizität der Haut. Also im Prinzip ist das ein High Concentrate, was man auch wirklich täglich verwenden kann und was auch irgendwie gefühlt jedem, also zu jedem passen könnte, weil selbst wenn du so eine ölige Haut hast, braucht die Haut ja auch irgendwie Feuchtigkeit. Jetzt kommen wir zu einem High Concentrate. Ich habe hier jetzt die Reisegröße davon. Ihr bekommt auch alle High Concentrates in der Reisegröße im Online-Shop und die halt auch nochmal 25% reduziert mit Power Cloudy. Also von daher, die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, das ist auch im Adventskalender gewesen. Sehr, sehr hoch konzentriertes Niacinamid, nämlich 10%. Hier haben wir mikrobiomstärkende Grünalge drin enthalten und das steht für Flawless Skin, also ebenmäßige Haut. Diese Schätzelein eignet sich zum Beispiel super in Kombination zu verwenden mit dem Triple Ceramide Serum, was ich euch gleich vorstellen werde, weil allein dieses Produkt schon mal die Ceramidproduktion in der Haut anregt. Und wenn du dann nochmal das Ceramidserum an sich noch mit hinzupacken würdest, kabäm, das macht die Haut halt richtig krass. Das ist auch so eine ganz schöne Geschichte, wenn du so Pickelmale oder Pigmentflecken hast, weil die werden aufgehellt, Poren werden so ein bisschen verfeinert, also wirklich flawless Skin. Du kriegst eine schöne, ebenmäßige Haut und wenn du eine sensible Haut hast, so wie ich, dann wäre es sinnvoll, das erstmal vorsichtig in Anwendung zu nehmen, weil wie gesagt, sehr hochkonzentriert, also so ein bis zweimal pro Woche und dann, wenn du merkst, deine Haut mag das gerne, dann langsam steigern. Aber hier auch aufpassen, Leute, wenn ihr das theoretisch dann verwenden würdet, wenn ihr auch ein chemisches Peeling macht, da habe ich hier zum Beispiel auch ein Video zu gemacht, kannst du gerne mal vorbeischauen, das nicht zur selben Tageszeit verwenden. Das ist 1A geeignet, wenn deine Haut so ja, Pigmentflecken aufweist, wenn du vergrößerte Poren hast oder halt so eine ja, geschwächte Hautbarriere, sagt man dazu. Also wenn deine Haut einfach unruhig aussieht und sie einfach ja, beruhigt werden möchte und ebenmäßiger aussehen möchte. Da kommt das Niacinamid Serum zum Einsatz. Vom Niacinamid Serum kommen wir zum Triple Ceramide Serum. Das ist dieses hier, das habe ich letztens erst leer gemacht und das habe ich euch auch schon im Aufgebraucht-Video gezeigt. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es gibt hier drei verschiedene Arten von den Ceramiden. Ich bin keine Hautpflegespezialistin, deswegen kann ich euch nicht sagen, was NP, NG und AP genau heißt. Hier haben wir drin den schützenden Gold-C-Tank und Panthenol. Und dieses Produkt steht für Skin Repair, also hautreparierende Produkte, Inhaltsstoffe. Und das muss ich wirklich auch vollkommen unterschreiben, denn ein Tag, nachdem ich dieses Produkt nicht mehr verwendet habe, hat sich hier so eine kleine Mr. Fred Ausflugsfamilie gegründet. Da hat meine Haut wirklich bemerkt, ey Schätzelein, du hast aufgehört, uns hier richtig schön zu reparieren und zu pflegen. Wo ist die Liebe hin? Wo? Zack. Und ich mochte das sehr, sehr gerne und fand das auch sehr angenehm. Ich habe das morgens und abends verwendet und das ist auch wirklich gut für meine trockene, sensible Haut geeignet. Ja, und auch wenn du Entzündungen hast, bietet sich das an. Also das hätte ich hier halt richtig gut verwenden können, aber da war es halt leider schon leer. Rötungen werden reduziert, Hautschäden werden repariert und die Hautbarriere wird in dem Sinne ja gestärkt damit. Also wirklich eine empfehlenswerte Geschichte, die auf den ersten Blick, glaube ich, recht unterschätzt wird, weil man gar nicht so super viel über Ceramide so liest und hört und man dann vielleicht eher so zu Hyaluronsäure greifen würde, wobei sich da als Hautreparierungsprodukt dieses Produkt ereignen würde. Das ist von der Konsistenz her auch eine ganz andere Geschichte. Der Hyaluron-Booster ist wirklich als sehr flüssiges Produkt hier drin. Also ich weiß nicht, sieht man noch, ne? Genau, also hier haben wir halt unten noch so eine Restpfütze drin und das ist halt ein durchsichtiges, flüssiges Produkt, wohingegen das Ceramid-Serum auch in einer anderen Darreichung vorkommt. Komm her. Und zwar haben wir hier einen kleinen Pumper und das ist eher Lotion-mäßig. Da sehen wir hier unten auch nochmal die Pfütze drin.
Also die Ceramide sind übrigens so hauteigene Lipide, also Fette nennt sich das. Es hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist, weil wir brauchen Fette in der Haut, ne? Und die sind dafür da, um die Haut auch zu stabilisieren und zu regenerieren, während das Panthenol halt so beruhigend wirkt und halt dieses entzündungshemmende Gedönsen macht. Und dann haben wir ja noch den Goldseetang mit am Start und da muss ich kurz spicken. Der stärkt die Hautbarriere und wirkt wie ein Schutzschild. Und auch hier natürlich unser Meeresmineralienkomplex mit drin enthalten, was die ganze Geschichte einfach so viele Geschichten. Mann, ich sollte aufhören, mit so vielen Geschichten zu erzählen, was die Produkte in dem Sinne auch noch hautverträglicher macht. Genau. Jetzt gehen wir weiter zum Retinol-Serum. Das habe ich aktuell in Anwendung. Das verwende ich aber nicht jeden Abend, sondern nur 3 bis 4 Mal pro Woche, denn das ist das allerstärkste Anti-Aging-Produkt, was man halt so verwenden kann. Also Retinol an sich. Dann haben wir auch noch den Seefenchel mit am Start und der gibt dem Produkt auch noch eine glättende Wirkung und dann steht das ganze Produkt unter dem Aspekt Skin Renewal, also Hauterneuerung. Und da sehe ich Retinol auch definitiv. Bei Schwangerschaft und Stillzeit ist davon abzuraten, Retinol oder generell auch chemische Peelings zu verwenden. Bei Falten, unreiner Haut und Pigmentflecken ist das einfach euer kleiner Helfer in der Not. Ja, und hier haben wir Retinol und Retinal drin enthalten. Die beiden in Kombination machen einfach ein Mega-Ergebnis auf der Haut. Die mildern einfach die Faltentiefe, regen die Zellerneuerung an und sie mindern halt einfach die Pigmentflecken. Und der Seefenchel ist dafür da, um zu glätten. Das heißt, er stärkt das Hautgewebe, also ne, unser Gewebe in der Haut halt, und erregt die Produktion von Kollagen und Hyaluronsäure, oder Hyaluron, was wir ja in der Haut generell drin haben, an. Und wie gesagt, hier auch wieder Meeresmineralien am Start. Diese Verpackung ist leer, denn unten befindet sich gerade mein Retinol-Serum. Genauso wie auch mein Vitamin-C-Serum. Das verwende ich morgens. Ist übrigens ein ganz großer Freund von Lichtschutzfaktor. Tragt am besten immer einen Lichtschutzfaktor. Am besten den von Dalton. Der hat nämlich einen Lichtschutzfaktor von 50 plus. Ist zu einem bezahlbaren Preis im Shop erhältlich. Und auch da gilt Power Claudi mit 25% Rabatt drauf. Vitamin C macht definitiv einen Soforteffekt. Das gibt nämlich Glow ins Gesicht. Es gibt Strahlkraft. Hier sind 15% Vitamin C drin enthalten. Und zusätzlich zu dem Vitamin C haben wir auch noch mit drin das Stimulisierende. Heißt das Stimulisieren? Ja, das heißt so das Wort, ne? Plankton. Und Ferulasäure wirkt zellerneuernd und erhöht die Spannkraft der Haut wohl. Okay. Das ist Age Prevention. Also es ist quasi so eine Art Slow Aging. Wenn man Pigmentflecken, Pickelmale oder Falten hat, dann bietet sich das Verwenden von diesem Produkt definitiv an. Ne? Hier ist auch wohl noch Plankton enthalten und das hilft einfach bei der Kollagenbildung. Das letzte High Concentrate, was ich hier für euch im Rucksack drin habe, ist diese Acealinsäure. Das ist ein ganz, ganz neues Produkt, was man auch so, also ich persönlich habe von Acealinsäure, bevor ich meinen Vortrag von Dalton bekommen habe, noch gar nicht so wirklich was von gehört. Also ich konnte mir da noch nicht so wirklich was drunter vorstellen und habe dann ganz genau nochmal zugehört und mir einiges dazu aufgeschrieben. 10% Acealinsäure sind hier drin enthalten und hier ist noch zu dieser Acealinsäure eine antioxidative Grünalge drin enthalten und das soll eine Skin Control Wirkung erzielen. Das heißt, die Haut soll kontrolliert werden. Die Acealinsäure ist eine sehr, sehr milde Säure und die hilft unserer Haut, wenn wir unreine Haut haben, vergrößerte Poren oder Kuperose. Sie reduziert die Unreinheiten und wirkt antibakteriell, was natürlich gerade bei Unreinheiten eine ganz, ganz gute Geschichte sein kann, weil ja, man möchte ja, also es ist wie es ist, ne? So eine Unreinheit ist ja auch gerne mal eine offene Stelle und da bilden sich dann auch leider Bakterien und dann kommt dieses Produkt ganz gut um die Ecke, denn das löst auch diese Verhornungen auf und das macht alles halt einfach ein bisschen kontrollierter im Gesicht, was hier ja auch draufsteht. Skin Control. Ja, lesen, Claudi. Eine Acealinsäure ist dafür da, um die Talgproduktion der Haut zu regulieren. Das heißt, wenn man Acealinsäure verwendet, dann wird erstmal ein gewisser Ausreinigungsprozess angekurbelt. Ne? Also die Haut haut alles an Schmodder raus, was geht. Das Ganze dauert dann so ungefähr 3 bis 4 Wochen, wurde mir gesagt. Und danach wird sich eine deutliche Verbesserung des Hautbildes einstellen. Man muss da wohl einfach erstmal durch, weil die Haut sich erstmal kontrollieren lassen muss. Und dafür ist dieses Produkt da. Also ich sehe das
für mich persönlich dann einfach als so ein Resetter. Auch hier ist, glaube ich, Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten. Da sollte man da eher von Abstand nehmen, wie bei allen chemischen Peelings. Schreibt mir mal gerne euren Favoriten, so allein jetzt vom Hörensagen. Vielleicht habt ihr aber auch schon das ein oder andere ausprobiert. Unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne dann auch einfach mal gegenseitig austauschen. Falls du vielleicht noch die ein oder andere Frage zu den High Concentrates oder zu Dalton-Produkten generell oder zu irgendjemandem, der auf dem Event ist, haben solltest, dann schau super gerne am Samstagvormittag vorbei. Ich weiß nicht, wie spät, das schreibe ich euch nochmal mit einem Countdown in meine Insta-Story. Da geht Dalton nämlich live mit uns allen. Ich finde es auf jeden Fall total spannend, was einfach alles mittlerweile möglich ist. Ich sehe auch selber an meiner Haut, wie eng ich mit Hautpflegespezialisten mittlerweile ja auch zusammenarbeite. Also meine Haut hat sich in den letzten 5 Jahren, wo ich nun mal YouTube mache, und vor allem in den letzten 3 Jahren, wo ich intensiv mit Hautpflegespezialisten auch in der Kooperation zusammenarbeite, sowas von hardcore verbessert. Das ist echt genial. Eure Köpfe rauchen wahrscheinlich gerade genauso wie meiner. Deswegen würde ich euch einfach mal an dieser Stelle verabschieden. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach hier oben mal das Video mit den chemischen Peelings von Dalton. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Auf dieser Seite verlinke ich dir einfach mal noch ein Video von mir. Hier meinen neuesten Upload. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!